lade ich dich ein, dein Schutztier kennenzulernen. Es wird eine Reise sein zu deinen inneren Helfern, welche sich in deiner Seele befinden. Ein jeder Mensch trägt in seinem Innersten sehr viele innere Helfer. Und einige davon sind deine Krafttiere. Und so hat jeder Mensch zwischen 1 und 3 Krafttieren. Und eines davon ist das Schutztier. Und heute möchten wir den Kontakt zu deinem Schutztier herstellen. Es hat bestimmt eine wichtige Botschaft für dich. Und du wirst erkennen oder fühlen, wer jetzt gerade in diesem Moment dein Schutztier ist. Und so bitte ich dich, dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren und in einem Tempo, welches sich gut anfühlt, ein- und auszuatmen. Lasse dich sanft von deinem Atem tragen. Und spüre, wie du so nach und nach immer ruhiger wirst. Wie du in einen Zustand kommst, wo du nur dich ganz allein fühlst und alles andere von außen nicht mehr wichtig ist. Und so bitte deine inneren Helfer, dass sie dich zu diesem einen Platz führen, wo du Kontakt zu deinen Krafttieren bekommst. Und dies geschieht auch. Es geschieht mit deiner Absicht und mit einem tiefen Atemzug, welchen du jetzt nimmst. Im gleichen Moment befindest du dich auf einer Lichtung in einem Wald. Du siehst vor dir einige Steine im Steinkreis liegen und du spürst auch, dass dies ein mystischer Ort ist. Du betrachtest die einzelnen Steine. Sie sind ziemlich groß. Und jeder Stein hat eine etwas andere Form.
Ich bitte dich nun, um den Steinkreis zu laufen und den Eingang zu suchen, welcher dich in das Innere des Steinkreises hineinführt. Sobald du diesen Eingang gefunden hast, gehst du hindurch in die Mitte dieses Platzes und setzt dich dort ins Gras. Wenn du möchtest, kannst du dich auch hinlegen. Du entscheidest, was jetzt gut für dich ist. Verbinde dich nun mit dem Gras, mit der Erde und schließe deine Augen. Spüre die Unterfläche, die Erde, auf welcher du liegst oder sitzt. Verbinde dich vollkommen mit der Erde. Verschmelze mit dieser tiefen Liebe, welche dir entgegenströmt. Und dann warte, warte ab. Es kann sein, dass sich deine Krafttiere zeigen. Es kann auch sein, dass sich alle drei zeigen. Oder nur eines oder zwei. Wie es auch geschieht, ist es in Ordnung. Und so bleibe, so wie du bist, ohne große Erwartungen. Denn es wird sich über dir, neben dir, in deiner Nähe, ein Tor öffnen. Und durch dieses Tor wird ein Tier hindurchschreiten oder hindurchfliegen. Wie auch immer, wirst du ein Tier erkennen. Dieses Tier, es könnte auch von dem Wasser getragen zu dir kommen. Es könnte auch vom Wasser getragen sich zeigen. Wie auch immer es sich zeigt, wirst du dieses Tier erkennen. Und das erste Tier, welches du siehst und wahrnimmst oder fühlst, das ist dein Schutztier. Betrachte es, fühle es. Nehme einfach wahr, wie es sich dir zeigt.
wenn du nicht ganz sicher bist, welches der Tiere dein Schutztier ist, dann frage. Und wenn du nun die Botschaft bekommen hast, welches dein Schutztier ist, dann darfst du auch eine Frage stellen oder eine Bitte äußern. So wie du es jetzt machen wirst, ist es richtig und gut. Spreche mit deiner inneren Stimme das aus, was dir auf dem Herzen liegt. Du wirst genau diese Botschaft empfangen, welche jetzt in diesem Moment wichtig für dich ist. Und dann nehme dir noch ein wenig Zeit und genieße die Nähe deines Schutztieres. Betrachte es liebevoll und sage ihm etwas Schönes. Zeige deine Dankbarkeit dafür, dass du es heute wahrnehmen konntest. Und zeige auch deine Freude, denn es ist wundervoll zu wissen, mit welchen Energien man beschützt ist. Und dann, wenn du soweit bist, öffne deine Augen und betrachte mit deinen inneren Augen den Platz, den großen Steinkreis, wo du dich befindest. Stelle dich wieder hin. Und dann gehe langsam zu den Steinen, welche eine Tür für dich gebildet hatten. Gehe hindurch und in dem Moment, wo du den Steinkreis verlässt, vergeht er wie von ganz allein. Und er wird erst dann wieder vor deinem dritten Auge erscheinen, wenn du ihn wieder besuchen möchtest. Und für heute hast du alles erledigt. Du wurdest reich beschenkt. Und so gehst du mit deiner Absicht und mit einem tiefen Atemzug
zurück in deinen Herzensraum. Dorthin, wo alles begann, zu deinem Ausgangspunkt, wo dich deine inneren Helfer empfangen. Sie haben dich die ganze Zeit über begleitet und aufgepasst, dass alles in Ordnung geht. Und sie freuen sich, dass du nun heil wieder hier angekommen bist. Und so bedanke dich auch bei ihnen und komme dann mit deiner Absicht wieder im Hier und Jetzt an. Bewege deine Hände und Füße und fühle, dass du dich in deinem Raum befindest.